In diesem Video erkläre ich dir alles über natürliche Zahlen. Beachte hierbei den Unterschied zwischen Ziffern und Zahlen. Wir kennen insgesamt 10 Ziffern. Das sind 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. Die Zahlen setzen sich aus diesen Ziffern zusammen. Also, eine Zahl kann zum Beispiel die 2 sein. Oder ich kann zwei Ziffern nehmen, die 3 und die 4, und hieraus die Zahl 34 machen. Oder 729 setzt sich aus den Ziffern 7, 2 und 9 zusammen. Als natürliche Zahlen bezeichnen wir die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Also auch die 10, die 11, 12 oder auch die 623 oder auch die 427.983. Also eigentlich alle Zahlen, die nicht negativ sind oder die keine Kommazahlen sind oder die keine Brüche sind. Die Menge der natürlichen Zahlen wird mit einem solchen n bezeichnet, also ein n mit zwei Strichen auf der linken Seite. Zu dieser Menge gehören alle natürlichen Zahlen, also die 0, die 1, die 2, die 3 und so weiter. Die natürlichen Zahlen sind der Größe nach auf dem Zahlenstrahl geordnet. Das bedeutet, je weiter rechts eine Zahl steht, desto größer ist sie auch. Du kannst sie mit den Zeichen für kleiner oder größer anordnen. Jede natürliche Zahl hat einen Vorgänger und einen Nachfolger. Der Vorgänger der Zahl 4 zum Beispiel ist die 3, denn sie steht direkt links von ihr. Ihr Nachfolger ist die Zahl rechts von ihr, also in dem Fall die 5. Und hier kommt eine erste Übung für dich. Du sollst sagen, welche Zahlen durch diese roten Pfeile hier markiert werden auf den Zahlenstrahlen. Mache diese Übung schriftlich und pausiere so lange das Video. Bist du fertig, so kannst du es weiterlaufen lassen, um dir die Lösung anzugucken. Und hier kommt die Lösung. Bei Aufgabe A sehe ich, dass zum Beispiel der Zahlenstrahl zwischen 0 und 10 in 5 Abschnitte unterteilt wurde. 10 geteilt durch 5 ergibt 2. Also bedeutet jeder Abschnitt plus 2. Und so kann ich zählen. 2, 4. Dieser Pfeil markiert also die Stelle 4. Hier bin ich bei 10, 12, 14, 16. Und hier geht es genauso. 30, 32. Und damit ist Aufgabe A schon gelöst. Bei Aufgabe B kannst du es genauso machen. Dir sollte hierbei auffallen, dass der Zahlenstrahl nicht bei 0 beginnt, sondern dass du hier quasi nur einen Ausschnitt eines Zahlenstrahles siehst. Dann prüfst du wieder die Abstände. Zwischen 20 und 30 habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Teilschritte. Also bedeutet jeder Strich plus 1. Damit markiert der erste Pfeil die Stelle 21. Ich zähle weiter. 22, 23, 24, 25, 26 ist der zweite Pfeil. Und auch den dritten Pfeil finde ich auf diese Weise. 30, 31, 32, 33. Bei Übung 2 sollst du nun sagen, welche der Zahlen größer oder kleiner ist. Du sollst hierzu das richtige Zeichen einsetzen.
also entweder kleiner oder größer. Pausiere, während du die Übung machst, bitte wieder das Video. Und hier kommt die Lösung. 3 ist kleiner als 8. Das kann ich zum Beispiel am Zahlenstrahl sehen oder wenn ich zähle. Ich setze deshalb das Zeichen für kleiner bei Aufgabe A. Genauso kann ich es bei Aufgabe B machen. Vom Zählen her weiß ich, oder vom Zahlenstrahl, dass 16 größer ist als 11. Ich setze also das Zeichen für größer. Bei Aufgabe C und D schaue ich etwas genauer hin. Bei Aufgabe C sehe ich, dass beide Zahlen 3 Stellen haben. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Ich muss nun Stelle für Stelle vergleichen. Die erste Ziffer ist gleich groß. Hieran kann ich noch nicht erkennen, welche Zahl kleiner oder größer ist. Aber an der zweiten Ziffer sehe ich einen Unterschied, denn die 2 ist kleiner als die 3. Und deshalb ist die 323 auch kleiner als die 334. Ich setze also das Zeichen für kleiner. Ähnlich gehe ich bei Aufgabe D vor. Ich sehe, dass es beides Tausenderzahlen sind, also Zahlen mit 4 Ziffern. Sehe aber auch schon, dass sie sich an der ersten Ziffer unterscheiden. Die 5 ist größer als die 3 und somit ist auch die 5129 größer als die 3837. Bei der dritten und letzten Übung sollst du die Vorgänger und Nachfolger der geschriebenen Zahlen nennen. Vorgänger sind Zahlen, die direkt links auf dem Zahlenstrahl stehen, und Nachfolger sind jene Zahlen, die direkt rechts auf dem Zahlenstrahl stehen. Pausiere bitte wieder das Video, solange du diese Übung machst. Und hier kommt die Lösung. Den Vorgänger von der Zahl 9 finde ich, indem ich 1 abziehe, also minus 1 rechne. 9 minus 1 ergibt 8. Der Vorgänger heißt also 8. Den Nachfolger von 9 finde ich, indem ich plus 1 rechne. 9 plus 1 ergibt 10. Und somit habe ich den Nachfolger von 9 gefunden. Bei Aufgabe B gehe ich genauso vor. 300 minus 1 ergibt 299. Das ist der Vorgänger. Und 300 plus 1 ergibt 301. Und das ist der Nachfolger. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und wünsche dir nun viel Erfolg bei deiner Arbeit mit den natürlichen Zahlen.